Ja, heute das letzte Mal ein Text aus dem zweiten Buch Mose, auch Exodus genannt. Wir hatten ja jetzt einige Sonntage, an denen wir uns dieses Buch angeschaut haben aus dem Alten Testament. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen auch geholfen hat, einen vielleicht ersten oder auch einen neuen Zugang zu finden zu Texten des Alten Testamentes. Ich kann das nur anraten. Wir bekommen ein runderes Bild von Gott, wenn wir auch das Alte Testament lesen und verstehen. Am letzten Sonntag, da waren wir, ich auch, auf der Gemeindefreizeit und da hat hier der Timo gepredigt über die Geschichte vom goldenen Kalb, Entschuldigung, nicht das Lamm, das ist was anderes, das goldene Kalb, das die Israeliten sich gemacht hatten, einen Götzen hatten sie sich gemacht und das Volk war also Gott untreu geworden. Aber Gott hatte sein Volk nicht aufgegeben, sondern er hatte dem Volk vergeben, er hatte den Bund erneuert und er weist jetzt hier an, das sind die Kapitel vorher, ein Zelt zu bauen, eine Art mobilen Tempel, kann man sagen. Da lagerten die Kultgegenstände, also die Bundeslade mit den Geboten und der sechsarmige Leuchter und der Altar und so weiter und so fort. Und das Interessante ist, dass das Volk Israel dafür gespendet hatte. Die hatten also alle ihre Besitztümer gegeben, damit dieses Zelt gebaut werden konnte. Und jetzt, im letzten Kapitel, ganz zum Schluss, wird dieses Zelt im wahrsten Sinne des Wortes eingeweiht, also Gott zur Verfügung gestellt durch Mose. Das wird hier alles genau beschrieben. Und ja, Gott nimmt jetzt Wohnung bei seinen Leuten und ich lese 2. Mose 40, die Verse 34 bis 38. Dann bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Mose konnte nicht ins Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke lag darüber und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Immer wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten auf. So war es, solange die Israeliten umherzogen. Wenn die Wolke sich nicht erhob, wanderten sie nicht weiter. Dann warteten sie, bis sie sich wieder erhob. Bei Tag lag die Wolke des Herrn über der Wohnung und nachts leuchtete Feuer aus der Wolke. Solange die Israeliten umherzogen, hatten sie immer die Wolke vor Augen. Immer die Wolke vor Augen. Also, hier jetzt der Abschluss des Buches als Höhepunkt des ganzen Berichtes. Gott nimmt Wohnung bei seinem Volk. Gott wohnt bei seinem Volk. Luther übersetzt dieses Zelt mit Stiftshütte, so kennen wir das auch im Deutschen, die Stiftshütte. Aber eigentlich müsste man sagen, es war das Zelt der Begegnung. Das ist eigentlich die Übersetzung, Zelt der Begegnung. Hier begegnet Gott dem Volk Israel. Er ist bei ihnen. Und das, obwohl sie auf der Wüstenwanderung, das müssen wir uns bewusst machen, immer wieder genörgelt hatten, Gott kritisiert hatten. Das war so eine chronische Unzufriedenheit im Volk. Und trotzdem, Gott wohnt bei seinen Leuten. Gott wohnt bei seinen Leuten, obwohl Israel immer wieder das Vertrauen in Gottes Allmacht fehlte. Und Gott wohnt bei seinen Leuten, obwohl sie sogar, wie ich eben sagte, sich einen Götzen gemacht hatten und denen anfingen anzubeten. Und ich finde das so interessant, weil eben deutlich wird, dass Gott aus Gnade, aus Liebe zu seinem Volk Wohnung nimmt bei ihm. Nicht als Endpunkt einer besonderen Leistung, dass man gesagt hätte, die Israeliten haben sozusagen sich bewiesen als das heilige und makellose Volk und deswegen kommt dann Gott zu ihnen, sondern umgekehrt, da sind schon so viele Katastrophen passiert, so viele Dinge, die nicht gut gelaufen sind und Gott kommt trotzdem wohnen bei seinem Volk. Und warum? Weil er sich leidenschaftlich in dieses Volk verliebt hat, übrigens bis heute. Er will bei seinem Volk sein, er will ihm nahe sein. Und dieses Zelt der Begegnung ist nun der Ort, wo die Israeliten die Nähe Gottes sozusagen erfahren und spüren können. Wo sie merken, dass Gott für sie sorgen wird. Wenn sie diese Stiftshütte sehen, dieses Zelt der Begegnung, dann wissen sie, dass Gott mit seinem Schutz für sie da ist.
Und hier offenbart sich Gott auch immer wieder und gibt ihnen Wegweisung. Nun sagst du, ja, wunderbar für die Israeliten damals. Das war wirklich toll, dass sie sowas hatten, dass sie so ein Zelt der Begegnung hatten. Aber was hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Mit meinem Leben, mit meinem Alltag, mit meinem Montag sozusagen. Gar nicht so leicht, oder? Auch als Pastor, wenn man so alttestamentliche Texte auszulegen hat, kommt man manchmal an seine Grenzen und denkt, wie muss ich das denn jetzt hier auslegen? Gar nicht so einfach. Und doch gibt es eine sehr interessante und, wie ich finde, auch wunderbare Parallele zu einem Text aus dem Neuen Testament. Und die möchte ich euch einmal zeigen. Folgt mir mal. Johannes schreibt, beginnt sein Johannesevangelium, sein Bericht über das Leben von Jesus, damit, dass er berichtet, wie oder aus welchen Gründen oder was das eigentlich bedeutet, dass Jesus, der ja Gott ist, der im Himmel beim Vater war, auf diese Erde kommt. Und er benutzt dann so eine Metapher und sagt, Jesus ist das Wort Gottes. Also in Jesus spricht Gott zu uns Menschen. Und dann schreibt er Folgendes, Johannes 1, Vers 14, er, Jesus, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte bei uns und jetzt steht hier wörtlich, er zeltete bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes wählt seine Worte ganz bewusst. Er selber war ein Jude, er war in jüdischer Tradition aufgewachsen. Er kannte diesen Bericht hier, er hatte den im Ohr. Und nun schreibt er, dass Gott in Jesus Christus sein Zelt aufschlägt bei den Menschen. Und er schreibt, dass man die Herrlichkeit Gottes erkennen kann, wenn man Jesus anschaut. Also diese beiden Begriffe, Zelten und Herrlichkeit, kommen sowohl im Exodus vor, hier bei dem Bericht, den ich eben gelesen habe, als auch bei Johannes. Und damit wird eine Sache ganz deutlich. Er sagt, so wie damals die Israeliten eine Gottesbegegnung hatten, wenn sie zum Zelt der Begegnung kamen, so ist es heute, wenn wir uns Jesus anschauen, wenn wir zu Jesus gehen, wenn wir die Berichte über Jesus lesen, dann begegnet uns Gott selber. Und deswegen lautet mein erster Punkt heute Morgen, willst du Gott begegnen, dann schaue Jesus an. Wir Menschen haben eine große Sehnsucht, mal ausgesprochen, mal nur als inneres Gefühl, eine Sehnsucht nach Gott. Denn alles in unserem Leben weist eigentlich auf die Existenz eines Gottes hin. Der Makrokosmos, wir waren jetzt auf Gemeindefreizeit, hat man etwas mehr Zeit und Muße und auch die Lichtverhältnisse sind etwas anders und wir saßen häufig abends vor unserem Wohnwagen mit Gästen und schauten dann irgendwann in den Himmel und sahen den Sternenhimmel. Die mit auf Gemeindefreizeit waren, wissen das. Es gab ja jeden Abend einen wunderschönen Sternenhimmel und wenn man sich das bewusst macht, da sind die Weiten des Universums und dann gibt es da so in unserem kleinen Sonnensystem, was ja nur ein ganz winzig kleiner Ausschnitt aus dem großen Weltall ist, gibt es so einen kleinen winzigen Planeten. Und auf diesem winzigen Planeten, da gibt es Menschen. Und man denkt, wow. Man fragt, was ist das? Wer hat das gemacht? Warum gerade da? Oder? Oder man könnte auch in den Makrokosmos gehen. Leute beschäftigen sich ja mit der Chemie und mit den einzelnen Teilchen. Und je weiter man nach innen kommt, umso mehr erkennt man, dass es da einen Kosmos im mikroskopischen Maßstab sozusagen gibt. Elemente und Moleküle. Es gibt, die wunderbar zusammengefügt sind. Es gibt Naturgesetze. Und man fragt sich wieder, wer hat das eigentlich alles gemacht? Oder wir schauen uns den Menschen an. Der Mensch ist fantastisch, wunderbar. Er ist in der Lage, diese Welt zu verstehen, jedenfalls ein Stück weit. Er hat Bewusstsein und Verstand. Und man fragt, er hat Geist. Und man fragt, was ist das? Oder die Tatsache, dass es in dieser Welt
Liebe gibt, Treue gibt, Gerechtigkeit gibt. Das weist doch auf etwas hin, was oberhalb unserer Biologie liegt, sozusagen. Alles schreit danach, es gibt einen Gott. Aber die schwierige Frage lautet ja, wie bekommen wir irgendwie Kontakt zu dem? Wie können wir dem begegnen? Wer ist er eigentlich? Was denkt er über uns? Wenn wir das wüssten, dann wüssten wir auch, wer wir selber sind. Dann würde sich das Geheimnis unserer Existenz lösen und wir würden den Sinn unseres Lebens erkennen. Und Johannes schreibt in Anschluss an diese Geschichte vom Exodus, er schreibt, in Jesus kannst du Gott begegnen. In Jesus. In Jesus kommt Gott auf diese Welt. In Jesus schlägt Gott sozusagen sein Zelt bei uns auf. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und das kann jeder von uns tun, indem man nämlich die Berichte über Jesus in der Bibel liest. Und indem er anfängt, diesen Jesus, von dem dort berichtet wird, persönlich anzusprechen in einem Gebet. Und Johannes schreibt dann, dann werden wir die Gnade und die Wahrheit Gottes erkennen. Und das sind ja diese beiden herausragenden Eigenschaften Gottes. Die Gnade, dieses unverdiente Annehmen, dass Gott uns lieb hat durch und durch und niemals loslassen wird. Aber auch die Wahrheit, dass Gott sagt, wer wir sind, wahrhaftig ist, vertrauenswürdig ist. Ich möchte es noch einmal persönlich ausdrücken. Sehnst du dich nach Gnade und Wahrheit in deinem Leben, dann geh zu Jesus. Möchtest du Gott begegnen, dann lade Jesus ein, sein Zelt in deinem Leben aufzuschlagen. Dann wird Gott nicht mehr fern und unnahbar sein, sondern nahbar und erfahrbar. Also noch einmal zusammengefasst, Jesus ist sozusagen das Zelt der Begegnung, diese Stiftshütte Gottes bei uns Menschen. Hier bekommen wir Menschen Vergebung für unsere Schuld, Schutz in der Not, Führung in unsicheren Zeiten. Das Zweite, Gott zeigt uns den Weg. Es ist ja sehr interessant, wenn wir diesen Bericht hier lesen, dass Gott seinem Volk nicht, an dieser Stelle jedenfalls, nicht anweist, einen Tempel zu bauen, sondern ein Zelt. Und für mich als Camper ist das sehr sympathisch. Rotraud wies ja schon eben darauf hin. Ich liebe es, herumzureisen. Wir haben so einen Camper und mit dem sind wir unterwegs und dann nehmen wir irgendwo, stellen wir das Ding dorthin und nach spätestens 2 oder 3 Tagen sage ich zu meiner Frau, ach Miriam, es gibt noch so viele schöne andere Ecken, lass uns mal einfach mal weiterfahren. Und irgendwie ist das was Schönes. Man ist unterwegs, man erlebt etwas. Nicht Statisches, kein Haus, sondern etwas Mobiles, ein Zelt. Das hängt damit zusammen, dass das Volk Israel noch nicht im versprochenen Land angekommen ist. Die sind noch nicht da, wo sie eigentlich hin sollten und das, was Gott ihnen versprochen hat, ist noch nicht im Letzten in Erfüllung gegangen. Sie sind noch unterwegs. Und das ist jetzt interessant, weil das gilt nicht nur für das Volk Israel, sondern im übertragenen Sinne gilt das auch für uns, die wir als Christen unterwegs sind, denn auch wir sind Reisende, früher hat man gesagt Pilger, man könnte auch sagen Camper, auf dem Weg zum Himmel. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch Camper. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Und deswegen sollten wir auf diesem Weg bis zur Herrlichkeit bei Gott flexibel bleiben, oder? Flexibel bleiben. Bleib flexibel, sagt die Bibel. Das kann man sich gut merken, oder? Bleib flexibel, sagt die Bibel. Also, wir sind noch nicht an dem Ort, wo wir eigentlich hingehören. Das kommt auf alle Fälle. Gott hat uns das versprochen. Aber im Moment sind wir noch auf der Reise. Wir sind unterwegs. Und da ist immer die Frage, was ist eigentlich als Nächstes für uns dran? Ich meine jetzt nicht nur, dass man seinen Ort wechselt, sondern was habe ich zu tun? Was soll ich anpacken? Was soll ich angehen? Das ist manchmal ganz schön schwer herauszufinden. Die Israeliten hatten es ja gut, sagen wir. Die hatten ja da so eine Wolke. Und die Wolke war immer da, nachts
war das wie Feuer und tagsüber konnte man sie immer sehen. Und die war ja über diesem Zelt der Begegnung. Und wenn die sich erhob, diese Wolke, dann wüssten die Israeliten, Sachen packen, es geht los, Leute, und dann ging es los. Dann zogen sie dorthin, wo die Wolke war, und dann blieb sie irgendwo stehen. Da haben sie das Zelt der Begegnung wieder aufgebaut, alle wieder in ihre Zelte rein und wieder geguckt, na, geht's heute wieder los? Tolle Sache, oder? Wünscht man sich irgendwie auch in seinem Leben, wenn wir sowas hätten, oder? So eine Wolke, toll. Gibt es so etwas wie eine Wolke auch für uns Christen? Es ist ja manchmal ganz schön schwer zu erkennen, was Gott eigentlich von uns will, wohin die Reise geht. Ob es Zeit ist, aufzubrechen oder ob es Zeit ist, sich niederzulassen. Gibt es so etwas wie eine göttliche Führung für uns Menschen? Gibt es so etwas wie eine Leitung durch den Geist Gottes? Gar nicht so einfach zu beantworten. Manche würden jetzt sagen, wenn ich sage, gibt es so etwas wie eine Führung des Menschen durch Gott, dann würden sie sagen, du, das Sache ist doch gar nicht so kompliziert. Was Gott in meinem Leben will von mir, das steht doch eigentlich schon fest. Wir haben doch die Bibel, da steht das doch drin. Das ist doch das definitive Reden Gottes für uns. Da haben wir die 10 Gebote und die Bergpredigt und die ermahnenden Texte von Paulus in den Briefen. Und wenn wir das lesen, dann wissen wir, was wir Menschen zu tun haben. Mehr braucht es erst einmal gar nicht. Und das ist auch richtig. Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Gott redet durch die Bibel, durch sein Wort zu uns. So haben wir Orientierung in unserem Leben. Wir wissen, was gut ist, was der Mensch tun soll. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, steht einmal im Alten Testament. Lies die Bibel, richte dich danach aus. Also, ich sage es auch an dieser Stelle mal ganz bewusst, weil wir hören in dieser Gesellschaft eigentlich immer eine andere Stimme und die sagt, folge deinem Herzen. Habt ihr das schon mal gehört? Folge deinem Herzen. Folge dem, wenn du dich gut fühlst, dann ist es gut. Folge deinen Wünschen. Folge dem, was du gerne hast. Aber ich weiß nicht, ob das die Botschaft ist, die in der Bibel steht und die Jesus gesagt hat. Jesus hat nämlich nicht gesagt, follow your heart, sondern er hat gesagt, folge mir. Und das ist manchmal ein Unterschied. Ich sage nicht, dass alles das, was du in deinem Herzen hast, schlecht ist. Das wäre nicht richtig. Aber es darf nicht das letzte Kriterium für deine Entscheidung sein, sondern Jesus hat gesagt, folge mir nach. Wer meine Worte hört und sie befolgt, der ist ein kluger Mann, so schließt er die Bergpredigt ab. Und doch sind wir darauf angewiesen, dass Gott uns in unserem Leben führt. Und es gibt viele Entscheidungen in unserem Leben, die können wir, sage ich einmal, nicht einfach durch Bibellektüre klären. Also da ist eine Fragestellung und ich lese die Bibel von vorne nach hinten durch, aber eine ganz konkrete Anweisung, rechts oder links, kann ich da so nicht erkennen. Kennt ihr so etwas? In solchen Momenten wünscht man sich manchmal eine Wolke, die einem die Richtung zeigt. Gibt es so etwas? Redet Gott auch heute noch zu uns? Ich glaube schon. Denn in der Bibel steht, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, wenn wir Jesus nachfolgen. Dann wohnt Gott selber in uns. Er hat Wohnung bei uns genommen. So könnte man das auch ausdrücken. Wir sind mit Gott verbunden. Und Gottes Geist ist in unserem Leben da. Er tröstet uns, er lehrt uns, er korrigiert uns und er führt uns auch. Woran kann man das erkennen? Zum Beispiel an den Berichten der ersten Christen in der Apostelgeschichte. Da wird davon berichtet, dass die ersten Christen im Sinne von Jesus in seinem Auftrag unterwegs waren. Und die hatten es manchmal nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel wird berichtet von diesem Missionstrupp von Paulus. Paulus hatte immer ein paar Leute um sich herum, mit denen er unterwegs war. Und die haben immer darüber nachgedacht, man kann das sogar auch analysieren. Paulus war auch ein Stratege, der hat überlegt, an welche Stelle muss ich gehen, damit sich das Evangelium schnellstens verbreitet. Und er hat immer schon so einen Plan. Und dann steht da manchmal, der Geist Gottes hinderte die Apostel daran, in die und die Stadt zu gehen. Und wir stellen uns die Frage, wie ist das eigentlich passiert? Woher wussten sie das eigentlich? Und dann hören wir aber auch auf der anderen Seite, dass manchmal da steht, dass sie eine besondere Erfahrung gemacht haben, die ihnen gezeigt hat, dass sie
in die und die Stadt gehen sollten. Ganz bekannt ist ja diese Stelle, als Paulus einen Traum in der Nacht hatte, eine Vision hat, und da sieht er einen Mann aus Mazedonien, also aus Europa, mit einer europäischen Tracht, einer mazedonischen Tracht, und der sagt zu ihm: Komm herüber und hilf uns. Und dann wusste er, oh ja, Gott will mich eigentlich, Gott will uns da drüben haben. Das hat er so als ein Reden Gottes in seine Situation wahrgenommen. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie das in meinem eigenen Leben ist. Ich würde mal sagen, ja, ich habe so ein Reden Gottes in mein Leben auch schon gehört. Und gerade im Nachhinein muss ich sagen, manchmal war das ein sehr deutliches Reden Gottes. Und es war der Weg, den Gott mit mir vorhatte. Ich hatte euch an anderer Stelle schon einmal davon erzählt, wie ich als junger Mann eine Berufung bekam zum Pastor durch einen Freund von mir, der mir ins Gesicht sagte: Markus, ich glaube, du solltest Pastor werden. Ich hatte vorher nie darüber nachgedacht, aber in diesem Moment wusste ich, das ist nicht nur mein Freund, der da etwas zu mir sagt, sondern Gott redet zu mir. Und ich wusste, das ist jetzt der Geist Gottes, der etwas von mir möchte. Im Großen könnte ich euch Beispiele nennen, aber ich kann sie auch euch im Kleinen nennen. Ich erinnere mich an eine Szene in Hamburg, wo ich den Impuls bekam, ich hatte den Eindruck, du musst zu dieser einen Frau gehen, besuch die einmal. Ich hatte die vorher, glaube ich, noch nie besucht. Und die war auch noch nicht so alt, dass man sie hätte besuchen müssen als Pastor. Und dann bin ich zu ihr gegangen und als ich dort ankam, kam sie mir schon entgegen und sagt: Es ist wunderbar, dass du da bist. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich an Krebs erkrankt bin. Und ich wusste, Gott hatte mich jetzt genau dorthin geschickt, zu dieser Frau. Die brauchte mich jetzt. Und ich bin mir sicher, ihr könnt auch solche Geschichten erzählen, wo Gott euch gebraucht hat, wo Gott zu euch gesprochen hat, wo ihr etwas gehört habt und gegangen seid. Ich möchte aber, weil es manchmal gar nicht so leicht ist, einmal ein paar, Richtlinien oder Aspekte mal nennen, die uns helfen, richtig vom Geist Gottes geleitet zu werden. Der erste lautet: Gott führt den, der sich führen lässt. In Psalm 86, Vers 11 steht, da betet David: Weise mir deinen Weg, Herr. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Und er sagt damit: Ich habe den Wunsch, von dir in meinem Leben geleitet zu werden. Ich möchte von Gott mich führen lassen. Und das ist schon die Frage, die Gott auch uns eigentlich stellt und auch dir heute Morgen stellt. Bist du eigentlich bereit, dich von Gott führen zu lassen? Sei flexibel, sagt die Bibel. Ja? Also habe ich diesen Wunsch, dass Gott mich führt in meinem Leben? Bist du dazu bereit? Ist dieses Gebet von David auch dein Gebet? Das Zweite, es geht bei der Geistleitung nicht um die Umsetzung meiner Pläne und meines Willens, sondern um die Umsetzung von Gottes Plänen und Gottes Willen. Das muss ich mir selber immer wieder sagen. Wir alle natürlich, wir wünschen uns, wir machen ja Pläne in unserem Leben und wir wünschen uns, dass unsere Pläne in Erfüllung gehen. Und dann wünschen wir uns auch, dass Gott uns hilft, dass wir nicht Umweg gehen oder mal einen Holzweg gehen. Aber eigentlich geht es gar nicht um unsere Pläne, sondern es geht um Gottes Pläne, es geht um Gottes Reich, es geht um seinen Namen. Wir beten häufig: Lass gelingen, was ich mir vorgenommen habe. Aber vielleicht sollten wir mehr bitten: Herr, zeige du mir deine Wege, die ich gehen soll. Das ist ein Unterschied, oder kann es zumindest sein. Im Vaterunser beten wir ja: Dein Wille geschehe, dein Reich komme, als erstes. Und das gibt uns eine Ausrichtung für unser Leben. Das soll uns beschäftigen. Es geht um Gottes Reich. Sein Reich des Friedens, der Freude und der Liebe soll gebaut werden. Und dafür möchte ich mich zur Verfügung stellen, Gott zur Verfügung stellen. Und denkt nicht, dass ihr selber dabei zu kurz kommt. Denn immer wenn wir Gottes Wege gehen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann bekommen wir das, wonach wir uns eigentlich sehen und was wir uns wünschen. Es ist nicht so, dass wir am Ende, ich sag mal, arme Menschen sind, in dem Sinne, dass wir nichts erleben in unserem Leben, dass wir ein trauriges, unerfülltes Leben haben, sondern umgekehrt, unser Leben wird reich damit. Wir sind gesegnete Menschen.
Das Dritte, es gibt keine Methode, mit der man Geistleitung erzwingen könnte. Sei vorsichtig, wenn jemand meint, er hat eine Methode, mit der er hundertprozentig immer Gottes Willen erkennen kann. Diese Methode gibt es nicht. Gott redet unterschiedlich zu uns. Durch Eindrücke, durch Gewissheiten, durch äußere Zeichen, durch Gespräche mit anderen Menschen, durch Umstände, durch offene Türen. Und manchmal schweigt Gott übrigens auch. Es ist nicht so, dass wir sagen könnten, Gott, du musst jetzt aber was sagen. Gott redet manchmal nicht. Lesen wir in der Bibel auch. Und dann heißt es für uns, diesen Moment auch auszuhalten und nichts zu erzwingen. Es gibt keine Methode, mit der wir das Reden Gottes in unser Leben hinein sozusagen erzwingen könnten. Und übrigens sind ja auch die biblischen Berichte über diese Geistleitung relativ spärlich und auch gar nicht so auskunftsfreudig, dass man sagen könnte, die Apostel wussten immer, weil sie haben immer das und das gemacht und dann wussten sie immer, was Sache ist. Sondern da steht immer nur, Gott hat es ihnen gezeigt. Und wie, das wissen wir manchmal gar nicht. Das Vierte, jede vermeintliche, in Anführungsstrichen, Geistleitung muss auch am Wort Gottes geprüft werden. Das ist mir auch so wichtig. Ich habe erlebt das häufig in der Seelsorge. Menschen kommen zu mir, das ist auch sehr schön, tragen ihre Gedanken vor. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass sie dann auch wollen, dass der Pastor auch Ja dazu sagt. Ja? Das kann ganz schnell so passieren. Und ich möchte ja auch immer allen Leuten gerne Ja sagen, aber manchmal kann ich gar nicht Ja sagen. Weil das, was dort vorgetragen wird, manchmal indirekt und manchmal sogar direkt nicht dem entspricht, was die Bibel in seinem Wort, Gott in seinem Wort sagt. Dann gibt es eine Spannung. Und diese Spannung sollten wir dann wahrnehmen. Wir alle neigen dazu, auch ich, dass wir uns Pläne machen, dass wir uns in Gedanken verlieben und gar nicht mehr erkennen, wo das eigentlich in Spannung steht zu dem, was Gott sagt in seinem Wort, grundsätzlich über das Leben, über unser Handeln, über das, was gut ist und das, was schlecht ist. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir die Stimme Gottes in seinem Wort gut hören können, dann können wir sie auch hören in unserem konkreten Leben. Je mehr wir die Stimme Gottes in seinem Wort erkannt haben, umso mehr erkennen wir sie auch in unserem Leben. Also das gehört unbedingt zusammen. Und das Fünfte, vielleicht noch einmal praktisch, sprich mit anderen Christen darüber. Wenn Gott redet, dann redet er nicht nur zu einem, sondern zu mehreren. Denn nicht einer einziger von uns hat den Geist Gottes bekommen, sodass er etwas hört und das dann durchzieht, egal was die anderen sagen. Sondern es ist ja so, dass Gottes Geist der ganzen Gemeinde gegeben ist, den Christen miteinander gegeben ist. Und deswegen ist es wichtig, wenn du etwas meinst, von Gott gehört zu haben in deinem Leben, dann geh doch zu einem anderen Christen und teile diesen Eindruck, den du da bekommen hast, ob er richtig ist, ob das unterstützen würde, ob es ihm vielleicht auch gezeigt hat. Und geh vielleicht auch mal zu denen, von denen du weißt, dass sie die Sache eher kritisch sehen. Ja, also zu denen gehen, die immer Ja sagen, das ist relativ einfach. Aber manchmal ist es auch gut, zu den anderen zu gehen, die kritischen Fragen stellen. Gerade im gemeinsamen Hören auf Gott liegt eine besondere Chance. Auch da nochmal die Apostelgeschichte 13, Vers 3. Da ist diese Situation in der Gemeinde in Antiochia. Die waren zusammen und da steht, dass sie fasteten und beteten, die Christen miteinander. Und sie hatten dieses Gebet, Herr, weise du uns deinen Weg. Was sollen wir tun? Und dann steht dort, da sprach der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, für die ich sie berufen habe. Und sie haben das erkannt als ein Reden Gottes. Diese beiden Brüder sollten losgehen und das Evangelium verbreiten. Und das war ein gemeinsamer Eindruck, den sie hatten, der sich dann auch ja bestätigt hat. Also, noch einmal kurz zusammengefasst und dann ist auch Schluss. Erstens hatten wir gesagt heute, Gott ist nicht im Verborgenen geblieben. Er begegnet uns in Jesus Christus. Wenn du Gott kennenlernen willst, dann geh zu Jesus. Jesus ist sozusagen das Zelt der Begegnung Gottes für uns in unserem Leben. Und das Zweite, was wir gesagt hatten, ist, so wie damals
die Israeliten eine Wolke hatten, die ihnen geholfen hat zu gehen und ihnen den Weg gezeigt hat, so dürfen wir heute mit der Führung des Geistes Gottes in unserem Leben rechnen. Danke dafür, dass wir nicht alleine sind. Amen.